Wie immer schauen wir gleich natürlich, was im Shop am Start ist. Es gibt aber noch eine sehr, sehr wichtige Info davor, denn morgen ist die Zeitumstellung. Das heißt, die Zeit wird von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgedreht. Heißt also auch, dass der Shop dann nicht mehr um 1 Uhr kommt, sondern um 2 Uhr aktualisiert er sich dann. So als kleine Info wollte ich noch schnell gesagt haben. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir so am Start haben. Und wir fangen mal ganz oben an. Da sehen wir schon das Ripley und Xenomorph Paket. Das ist nochmal am Start. Hier gibt es einmal den Xenomorph mit dem Rückenaccessoire. Dann gibt es noch die Ellen Ripley, auch hier mit Rückenaccessoire. Dann gibt es noch Ladebildschirm und das Emote von dem Xenomorph. Die Sachen sind alle nach einem Monat zurück. Und das kennt man ja alles aus einem Film, soweit ich weiß, oder? Jedenfalls die ganzen Sachen nach 2 Monaten nochmal zurück. Und da sieht man auch schon, gibt es hier noch die Ausrüstungssachen. Das heißt, hier gibt es einmal das Emote und diese Hacke hier, die wirklich riesig aussieht. Und auch noch hier den Gleiter, alles 2 Monate lang nicht hier gewesen. Und darunter gibt es einmal das Rattenangriff-Paket. Das ist, glaube ich, noch relativ neu. Ja, da gibt es hier die Kemmel mit Rückenaccessoire. Dann gibt es noch diese Hacke und Lackierung sowie Ladebildschirm und das integrierte Emote. Die Sachen sind auch alle nur einen Monat her. Also nichts Besonderes. Es gibt aber heute auch ein bisschen was Seltenes. Da kommen wir dann gleich zu. Darunter sehen wir erstmal das Seeker-Paket mit der Seeker, mit Rückenaccessoire, auch nochmal mit einer Hacke und in dem Gleiter hier. Auch das Zeug alles nur einen Monat her. Und hier sind weitere vorgestellte Sachen. Agent des Chaos zurück mit Hacke und ebenfalls Lackierung. Die Sachen sind auch nur knapp einen Monat her. Mobster daneben mit Rückenaccessoire. Und dann gibt es hier noch ein Rückenaccessoire, diese Hundetasche und die Kauknochenhacke. Die Sachen sind ebenfalls nur einen Monat her. Und dann gibt es schon die täglichen Sachen. Und hier gibt es einmal die Spartassassinen, auch die ist nur einen Monat lang nicht hier gewesen. Daneben gibt es aber hier die Blockadenbrecherin. Und die ist schon seit 417 Tage lang nicht mehr hier gewesen. Und dann gibt es hier auch noch ein Musikstück, Butterbudensause, ebenfalls 418 Tage lang nicht hier gewesen. Verdammt. Selten Lama Kadapa war auch nur knapp einen Monat nicht hier. Das war auch wirklich sehr, sehr cool animiert. Und ist mittlerweile auch schon sehr, sehr alt. Und dann gibt es noch Meisterhaftes Schach. Ebenfalls nur einen Monat lang nicht hier gewesen. Und Wendig war 2 Monate nicht hier. Und tatsächlich war es das auch schon, denn mehr gibt es ja gar nicht. Also so gesehen relativ kleiner Shop. Und wie gesagt, es gibt dann auch bald eine neue Uhrzeit für den Shop. Dann aktualisiert sich das Ganze nicht mehr um 1 Uhr, sondern um 2 Uhr. Und ich merke gerade, diese ganzen Pakete hier unten sind weg. Also es könnte auch nur ein Bug bei mir sein, aber es sind einfach keine Pakete mehr hier am Start. Okay, das ist interessant. Naja, aber das war es auch schon zum Shop.